Ein Vermögensverwalter von heute muss eine große Portion Seniorenkompetenz aufweisen. Denn allzu oft wird vergessen, dass die Frage zu beantworten, wer hat denn das Geld in diesem Lande? Es sind die Senioren und nicht die jungen Leute. Und wenn die jungen Leute mal erben wollen von den Senioren, dann sind sie auch schon 60. Also wer hier für diese Senioren sich einbringt, der gewinnt auch den Wettbewerb. Und diese 5 haben wir diesmal ausgezeichnet, die vorbildlich sind. Aber ich habe den Eindruck, in der privaten Vermögensverwaltung ziehen die anderen sehr schnell nach. Empathie, Kundenorientierung, das ist angesagt.